Hallo meine Lieben, ich fahre jetzt nach Rumänien, um euch einen ganz tollen Verein vorzustellen. Ein Verein, der sich um Hunde kümmert, Hunde in Not. Das wirklich Schöne an diesem Verein und was ihn auch so unterstützenswert macht, ist, dass er in das Kastrationsprojekt auch die Landbevölkerung mit einbezieht und die Leute nicht außen vorm Tor stehen lässt. Eine schöne Sache, kommt mal mit. 2018 machte das Team Equivent sich auf die Suche nach anderen Vereinen in Rumänien, die sich auch auf eine nachhaltige Art und Weise um das Hundepopulationsproblem kümmern. Einer dieser Vereine ist Glücksfältchen e.V. im Süden von Rumänien. Das Team hat sich auf den Weg gemacht, um sich diesen Verein einmal genauer anzuschauen. Ja, dann erstmal vielleicht herzlich willkommen nochmal in Târgu Jiu hier in unserem Vorzeigeschelter. Vorzeigeschelter deswegen, weil hier so unsere Philosophie reinfließt. Also wirklich die Hunde frei leben, sie können rennen und sie können spielen, sie können schnuffeln, sie können sich zoffen und sich einfach im Gras ahlen oder was auch immer. Das ist uns ja so wichtig. Also wir sind ein Team von wirklich, kann ich schon sagen, fanatischen Tierschützern in dem Sinn, dass uns die Hunde über alles gehen und enorm wichtig sind, sodass wirklich halt eben auch unsere Familien oft zu kurz kommen. So ein süßer Welpe, ne? Oh, mein Schatz, ne? Oh, so sehen Sie die Schätzchen, ne? Oh, wie toll! Es ist uns wichtig, vor Ort Arbeit zu leisten. Das machen wir hier in Târgu Jiu, also in Rheinkultur. Nämlich so, wie wir es uns immer vorgestellt haben, dass die Hunde in Freiheit leben dürfen. Egal, ob sie hier bleiben oder dann auch mal vermittelt werden. Bei den Nachbarn fängt die Arbeit der Tierschützer schon an. Vorsichtig wird versucht, die Einstellung der Menschen zu ändern, um den Hunden zu helfen. Wir haben jetzt eine Hündin gefunden, die hat Babys gekriegt und die war wirklich also in einem Shelter drin. Also, Shelter meine ich jetzt da mit so einer Halle drin, die total verdreckt ist und viele Scherben liegen da. Und auch mit dem Menschen haben wir gesprochen und wir durften dann ein Welpengehege einrichten. Also sozusagen eine Wurfkiste mit schön Stroh und Decke. Und da haben wir ihre Welpen zuerst reingesetzt und dann auch sie. Das zeigen wir euch jetzt gleich, da gehen wir jetzt hin. Und was uns ganz gerührt hat, ist, als wir dann fertig waren und die Hündin da drin lag mit ihren Welpen, kam der Bauer und hat mit einer Zange ihre Kette am Hals durchgebissen, also so durchgezwickt. Und das war für uns ein Riesenerfolg. Also das hat uns richtig, auf die Tränendrüse gedrückt. Es ist uns ein Anliegen, diesen Tieren zu helfen, die ja dem Menschen schon über Jahrtausende so extrem treu zur Seite stehen. Ein bisschen was zurückzugeben. Ja, das Kernteam, das seht ihr hier eigentlich, das ist hier Nina, die unsere Verträge schreibt, die natürlich sehr, sehr wichtig sind. Dann ist es Heide, die alles genau, also die ganzen Strukturen im Team im Blick hat und guckt halt eben, wo was fehlt und wo was wichtig ist. Das ist Anja, unsere zweite Vorsitzende, ganz, ganz großartig. Also seit sie mit dabei ist, sind die Pflegestellen, die wir in Deutschland haben, enorm gestiegen und auch die Vermittlung. Und Anja ist genau unsere Fee, die sozusagen Facebook im Griff hat und ja, den Tieren hier ein Gesicht gibt, sodass die Leute auch wissen, was hier los ist. Nicht ein Hund soll eingesperrt sein, sobald er in die Obhut der Tierschützer gelangt. Alle Hunde können sich frei auf dem Gelände bewegen. In Rudel eingeteilt ist auch für ein gutes soziales Umfeld gesorgt. Für Welpen und kranke Hunde gibt es gesonderte Quarantäneräume, in denen sich besonders um die Tiere gekümmert werden kann. Unser Kernstück, unser Herzstück trifft es noch viel besser, weil wir alle wirklich so mit dem Herz da dranhängen, dass die Hunde hier frei leben können und buddeln. Und uns gibt es als gegründeten Verein seit 2014. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben gegründet und mittlerweile hat sich sehr viel intern verändert. Auch da musste sich erstmal so die Spreu vom Weizen trennen. Und jetzt sind wir wirklich ein ganz starkes Team, was ihr jetzt hier seht und auch die, die zu Hause natürlich sind und uns den Rücken frei halten. Derzeit werden von uns in Rumänien 250 Hunde betreut, plus die Ausläufer noch, die wir halt haben in Constanța und in Bukarest teilweise, von den Tötungshunden, die wir rausgeholt haben, ne? Also roundabout 300 Hunde insgesamt. Also im Moment haben wir einen Vermittlungsstand hier in Târgu Jiu von 320 Hunde. Das toppt die Vorjahre.
Wir haben in Constanza 70 Hunde, die aus der Tötung direkt gekommen sind, die nach Deutschland vermittelt sind. Vermittelt heißt aber nicht immer, dass sie ein Zuhause gefunden haben, sondern dass sie auch unter Umständen in Deutschland auf Pflegestellen leben. Und wir haben in Galati ein Projekt und haben von dort dieses Jahr 40 Hunde rausgeholt. Und wir haben gerechnet, dass wir 250 Hunde kastriert haben, hier fortlaufend in Kastration. Dann hatten wir zwei Kastrationsaktionen, wo an zwei Tagen ca. 80 Hunde kastriert werden. Das sind schon 400. Und dann haben wir noch ein fortlaufendes Projekt. Das ist ein Fonds hier im Ort bei einem Tierarzt. Da können alle Privatleute kommen und können ihre Hunde kastrieren lassen. Das sind wir jetzt für dieses Jahr schon bei 177 Hunden. In einer nahegelegenen Tierarztpraxis in Tagozu werden den ganzen Tag Hunde kastriert. Die Tierärzte halten sich speziell den ganzen Tag für den Verein frei. Das sind jetzt alles die Hunde, die zur Kastration heute hierher gebracht wurden, die jetzt in den nächsten Stunden kastriert werden. Und dann wird wieder gewechselt sozusagen. Dann kommen die nächsten und die kommen in die, Aufwachstation, wo sie erstmal in Ruhe sozusagen aufwachen können und einen sterilen Raum haben, bis sie dann wieder zurück zur Straße können. Alexandra hat jetzt gerade erklärt, so diese Spezialität, wie sie Hunde operiert, damit die halt eben auch relativ schnell wieder auf die Straße zurück können, ohne große Wunde. Ja, also die Tierarztpraxis hier, die nutzen wir heute und morgen auch zur Kastration und die haben uns das geblockt sozusagen. Also es werden keine anderen Sachen angenommen, sondern es ist geblockt nur für unsere Kastration. In dieser Tierarztpraxis werden auch die Kastrationen durchgeführt, die wir das ganze Jahr über zur Verfügung stellen für sozusagen die Besitzer von Hunden, damit die auch hier kostenlos ihre Hunde kastrieren können. Also dieses Jahr haben wir schon 177 Hunde kastriert, die privaten Leuten gehören, die aber dazu das Geld nicht hätten. Und die Hunde würden sich dann vermehren und man kennt das ja, das Schema, ne? Also wie viel Welpen eine Hündin pro Jahr zur Welt bringt und wie sich das dann potenziert. Und also wir versuchen ja da wirklich sozusagen ein Umdenken auch in der Bevölkerung zu bewegen. Ihnen zu sagen halt, Mensch, ihr habt dann weniger Probleme, ihr habt nicht das schlechte Gewissen, wenn ihr die Welpe irgendwo im Müll entsorgen müsst. Ne? Und ihr habt einfach auch die Gewähr, dass es halt fachgerecht durchgeführt wird. Die Hunde kriegen dann auch noch einen kleinen Check bei uns umsonst. Ne? Also die werden nochmal durchgecheckt, da werden nochmal Herz abgehört, Ohren und so weiter. Und wenn wir dann natürlich irgendwas finden, was medizinisch versorgt werden muss, dann übernehmen wir diese Kosten natürlich auch. Ja, also liebe Follower, Freunde, vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt und uns bisher gefolgt seid. Ihr seht, also der Tag ist wirklich gefüllt mit Tierschutzarbeit. Was so ein bisschen halt eben brach liegt bei uns, ist wirklich noch das Fundraising, ne? Zu gucken halt, wie kann man Gelder generieren, um diesen Mäusen zu helfen, um sie zu kastrieren, um sie behandeln zu lassen zum Arzt. Ihr findet uns unter www.glücksfältchen.de. Bitte kommt vorbei, guckt mal rein. Unter Spenden könnt ihr auch sehen, wie ihr uns unterstützen könnt. Die Facebook-Seite von uns heißt Glücksfältchen Tierhilfe e.V. Auch dort seht ihr immer die neuesten Beiträge und was aktuell gerade passiert in unserem Shelter und wie Stand der Dinge ist. Wir brauchen euch, bitte unterstützt uns. Wir brauchen dringend Fördermitgliedschaften, davon haben wir noch viel zu wenige. Wir suchen Paten für unsere Hunde, damit die auch weiterhin gut ernährt werden können und zum Arzt können, wenn irgendetwas ist. Wir suchen Leute, die auch aktiv helfen, also gerade im Fundraising-Bereich oder wenn ihr irgendwie im medialen Bereich unterwegs seid, Werbung, Marketing für uns machen könnt, ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns auf euch. Also Mitarbeit kann auch sehr viel Spaß machen, ein gutes Gefühl geben, neben all der Arbeit, die es natürlich auch beansprucht. Wir freuen uns auf euch, kommt vorbei, schaut rein, schickt uns eine PN, ruft uns an, es gibt alle Möglichkeiten, uns zu erreichen. Danke. Danke an allen tollen Spendern, die schon auf unserer Seite sind und die uns treu folgen.